Ja, Leute, wir haben es anscheinend leider nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nein, Spaß, Leute, wir haben es gefunden. Da hinten ist es. Ich stelle jetzt einmal kurz die Chunks runter. Und dann sollte das Spiel auch wieder deutlich flüssiger laufen. Jetzt werden wir es wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber okay. Ich habe hier allerdings noch diesen Berg hier. Und da dachte ich gerade noch kurz im Off, wo ich hier offline gespielt habe quasi, da könnte ich eigentlich auch mal runtergehen. Guckt euch das mal an, Leute. Da sind so echt ziemlich coole Höhleneingänge. Und da hinten habe ich noch einen gesehen, der war relativ klein. Da könnte man... Ui, wisst ihr noch, Leute? Hier haben wir mal, hier uns ein kleines Lager errichtet, als wir auf der Suche nach Fichten waren. Oh, das ist ja ein cooles Denkmal. Das lassen wir auf jeden Fall stehen. Das ist cool. Das finde ich echt cool. So, jetzt muss ich nur kurz den Eingang finden. Ah ja, da ist er. Genau, den habe ich vorhin gesehen. Hier haben wir direkt eine Menge an Kohle. Nehmen wir natürlich mit, weil wir müssen gleich relativ viel Zeugs schmelzen. Und da kann so viel Kohle eigentlich nie schaden. Und ich bin froh, dass ich Hogwarts wiedergefunden habe. Ich hatte echt die Zeit lang, ich habe jetzt hier circa eine Viertelstunde gesucht nur, also relativ wenig, aber trotzdem, jede Sekunde, die verging, wurde mir mulmiger zumute. Aber okay, so, um auf das alte Thema zurückzukommen, so, noch eine kurze Sache, es ist jetzt hier relativ dunkel, ich werde das hier kurz nur durchlooten. Hier haben wir nochmal Kohle, ich hoffe, ihr seht hier einigermaßen was. Genau, also mich würde auch mal interessieren, was ihr so von Bellatrix haltet. Also würdet ihr eher sagen, ich weiß zum Beispiel, dass Vanessa diesen Charakter sehr, sehr cool findet. Die Frage ist jetzt natürlich nur, warum? Inwieweit identifizierst du dich mit diesem Charakter? Weil es ist ja eigentlich eine Todesserin, die schreckliche Dinge vollbracht hat. Die ja wirklich gestandene Hexen und Zauberer umgebracht hat. Allen voran natürlich Sirius Black, der im fünften Teil von ihr getötet wurde. Und ja, sie ist schon ein sehr imposanter Charakter. Also das kann man gar nicht anders sagen. Also sie ist sehr angsteinflößend. Und natürlich auch ja, sehr selbstbewusst und sehr, sehr zynisch. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, da so eine konkrete Meinung abzugeben, was man so von ihr hält. Allerdings muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich sie jetzt nicht persönlich so als Helden feiern würde oder so mich mit der identifizieren könnte. Ich kann allerdings verstehen, wenn einige sagen, dass es ein cooler Charakter ist, ja, weil sie halt mit am nächsten zu Voldemort stand. Und ja, also ich glaube, Voldemort ist der einzigste, oder Bellatrix ist die Einzige, die wirklich so einen kleinen, aber feinen Draht zu Voldemort hat. Wer kann das sonst so schon von sich sagen? Ich glaube, da ist sonst keiner, der wirklich... Ach so, ich kann ja auch nichts mehr aufnehmen, shit. Der so einen engen Draht zu Voldemort hat. So, wir müssen jetzt auch gleich mal in unserem Lager dann schauen, was wir alles jetzt auf dieser Tour gesammelt haben, die ja jetzt über mehrere Folgen auch ging. Bin ich echt gespannt. Die Schweine könnten wir hier eigentlich auch noch mitnehmen. So, Hogwarts kommt jetzt hoffentlich. Dann müsste jetzt in der Ferne... Genau, da ist es. Gott sei Dank sind wir wieder zu Hause, Freunde. Gott sei Dank. Und die ganzen Birken hier müssen auch langsam weg. Ich glaube, das mache ich als nächste Aufgabe, hier mal wieder ein paar Birken wegzunehmen, weil die mir tatsächlich sehr auf den Sack gehen. Wirklich sehr. Oh, hier haben wir nochmal eine kleine Höhle. Und hier ist nochmal Kohlevorkommen. Ja, nehmen wir das auch noch kurz mit. Ich weiß nicht, wie viel Kohle wir gleich brauchen. Da ist es am besten, wenn wir direkt alles nehmen, was uns hier vor die Füße gelegt wird. Ui, das ist sogar eine größere Höhle. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt zusammen eben kurz looten sollen. Wie gesagt, wegen dieser Dunkelheitssache. Aber ich denke, das sollte so gerade so gehen. So. Und da haben wir noch ein bisschen Kohle. Ich hoffe, ihr seht was, Leute.
hier nochmal was an Kohle. Noch einmal kurz. Ah, da haben wir noch Eisen und hier geht's auch schon wieder raus. Und da haben wir schon einen Zombie-Kollegen. Oh, und da noch zwei Skelette. Ey, Leute. Oh oh, das wird jetzt aber ziemlich krank. Wow, nein, nein, nein. Oh oh, das war knapp. Hauen wir mal lieber ab, bevor hier irgendwas Schlimmeres passiert. Weil jetzt hier direkt vor der Haustür sterben ist, wir würden die Sachen zwar wiederfinden, aber das wäre jetzt echt ziemlich peinlich. Sehr, sehr peinlich sogar. Alter, Leute, ist doch gut jetzt. Mann, Mann, Mann. Ich nehme jetzt auch absichtlich die Axt in die Hand, Leute. Weil ich habe ja auch von euch den Tipp, dass die Axt wesentlich besser ist als die Spitzhacke zum Beispiel. Also hau ich damit jetzt die Viecher tot. Oh, okay, der braucht mehr als... Ah, Mist. Kehren wir jetzt zurück, ich habe keinen Bock auf die Zombies gerade. Uiuiui. Schnell abhauen. So, und da sind wir wieder in unserer Base, Freunde. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das eine Feld hier ist schon wieder gut am Gedeihen und dann schauen wir einfach mal nach, abgesehen davon, dass wir natürlich total wieder aufgespießt wurden, was wir hier so haben. Die Diamanten tue ich mal kurz weg, die Kohle lassen wir drin. Der, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Und das kann weg. So, der Rest wird eingeschmolzen. Die Kohle teilen wir wieder auf. Und in welche oder wie wir die aufteilen, muss ich jetzt auch mal schauen. Ja, doch, das sollte so gehen. Dann hat jeder Ofen eine Menge an Kohle drin. Und da ist wieder was von den Netherziegeln fertig. Das ist natürlich nice. Oh ja, und da muss nochmal was geschmolzen werden. Okay. So, das nehmen wir mal ganz kurz raus. Das schmelzen wir jetzt gleich vorne. Ich hoffe, das ist nicht allzu viel. Ne, okay. Alles klar. Da gucken wir nochmal. Okay. So, dann fangen wir mal an zu schmelzen. Jetzt muss ich ganz genau gucken, wie ich das genau aufteile. Die werde ich erstmal in 32er Blocks umwandeln. Und dann werden erstmal 32 da reingesetzt. Dann 31 da rein. Da kommen auch 32 rein. Genauso wie da, da und da. Dann hier werden die 17 Gold reingetan. Hier werden 32 Eisen reingetan. Hier werden auch 32 Eisen reingetan. Hier werden 26 Eisen reingetan. Dann werden hier, dann wird das hier das Hühnerfleisch und hier das Schweinefleisch reingetan. So, das passt doch optimal. Besser geht's gar nicht. Hat ja genau funktioniert. Jetzt gucke ich auch nochmal, ob wir, genau, Netherziegel haben wir auch nochmal hier. Oh, Netherstein auch. Können wir eigentlich auch noch schmelzen lassen. Anstatt des Fleisches eigentlich. Ja, egal, machen wir, kümmern wir uns gleich drum. So, dann craften wir uns kurz den Netherstein, den wir für das Dach brauchen. Oh, das ist echt eine absolute Verschwendung. Also, wir haben jetzt auch so viel, nur diese kleine Ausbeute hier. Das reicht für voll wenig nur. Mann, 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 Mann. Kann man nicht ändern, schade. So, hier ist alles jetzt am Brennen. Hier hinten haben wir, glaube ich, auch nochmal was reingetan letztens. Ach ja, genau, Ton haben wir da reingetan, stimmt. Hab ich ganz vergessen. So, wenn das Eisen hier hinten jetzt auch fertig ist, dann würde ich mir gleich nochmal was von der Rüstung machen. Genau, machen wir das am besten jetzt. Was fehlt uns denn? Es fehlt uns ein Hut und, also ein Helm und Füße. Und ein Schwert bauen wir uns
auch noch. Dazu brauchen wir allerdings Stäbe. Oh, und jetzt gewittert es auch noch. Ganz klasse. So, und eine Spitzhacke bauen wir uns auch noch. Wunderbar. Ich würde, glaube ich, noch mal gerne ins Nether. Einfach mal, um zu gucken, ob das mit dem neuen Aufnahmeprogramm immer noch so laggt. Das ist jetzt die Frage, ob wir das machen wollen. Ja, kommt, Leute, wir machen das. Ich lege nur ganz kurz die anderen Nether-Steine hier weg, damit die uns nicht verloren gehen. Die Rüstung hier ziehe ich natürlich an. Und dann sollte das eigentlich funzen. Ja, doch, wir probieren es einfach mal. Ich hoffe, das leckt jetzt nicht so stark wie beim letzten Mal, aber dank dem neuen Aufnahmeprogramm, was ja wirklich jetzt sich bewiesen hat, sollte das eigentlich funktionieren. Okay. Der erste Blick ist schon mal überraschend gut. Wir haben 80 FPS. Boah, Leute. Ja, ja, komm, da sind ein paar Mikroruckler, aber das funktioniert ganz okay. Stirb, Zombie-Pigman. Oh, ich glaube, jetzt habe ich die wieder alle aggro auf mich gemacht. Ja, da kommt schon der nächste. So, und da haben wir uns ja hier mal was Nettes gebaut. Da haben wir ja dieses Netherquarz. Das möchte ich gleich auch nochmal abbauen. Oh, die geben Goldnuggets. Das ist ja cool. Stimmt, mir hat letztens jemand in die Kommentare geschrieben, ich kann leider auch da nicht mehr sagen genau, wer das war, dass Netherquarz ein unfassbar guter Levelbringer ist. Also das heißt, man kriegt da richtig viele EP für und ich sehe es gerade. Es geht ordentlich ab. Allerdings kümmern wir uns jetzt erst einmal, ja, um da hinten, um diese Burg da, die wir letztes Mal schon erkundet haben, die wir allerdings, ja, aufhören mussten, weil das Spiel einfach zu sehr geleckt hat. Und jetzt sieht es gerade wirklich unfassbar gut aus. Die Framerate ist gerade bei also über 100. Das kann man locker machen. So. Graben wir uns... Ja gut, hochgraben ist jetzt schwierig. So, mache ich erstmal so. Nehme ich mir hier mal was weg, damit wir uns da hochbuddeln können. So, dann sollte das erstmal funktionieren. 25 sollte reichen. Und dann gucken wir mal, was uns da oben jetzt erwartet, wenn wir es ganz in Ruhe durchlooten können. Leute, das wird eine richtig tolle Sache. Boah, das macht richtig Bock, Leute, mit dieser FPS-Zahl. Ich bin absolut hochmotiviert. So, Zombie-Pigman, stirb unter Qualen. So. Da ist noch einer. Wir müssen hier echt aufpassen, Leute. Ich will ja ungern sterben. Jetzt können wir auch die Truhen alle mal abforsten. Oh ja, hier haben wir noch was drin. Das war, glaube ich, aber von uns damals. Nehmen wir aber alles einfach mal mit. Besser als liegen lassen. Oh, Gold. 3 Diamanten, wow, das haben wir bestimmt noch nicht entdeckt. Nice. Nochmal 3 Diamanten, Leute. Oh, geil. Boah, hier ist ja richtig viel geiler Scheiß drin. Wieso komme ich eigentlich jetzt erst auf die Idee, hier nochmal reinzugehen? Boah, geil. Wie lange braucht man eigentlich, um die abzubauen? Würde eigentlich Sinn machen, die fertigen Netherziegel mal abzubauen, anstatt mir hier diesen Stein zu schmelzen. Ich glaube, das mache ich gleich auch. Das macht wesentlich mehr Sinn. Dann baue ich hier einfach die komplette Festung ab. Genau, hier waren wir schon, hier haben wir die, wie heißen sie? Diese Dinger da, diese Knollen abgebaut. So, hier ist so ein Lavatempel. Und hier sind so ellenlange Gänge. Und hier ist Ende im Gelände. Na komm, ich baue mal hier ein bisschen was ab. Ups, das war die Spitzhacke. Das geht sogar einigermaßen schnell. Das macht
echt Spaß, Leute. Mal sehen, was uns hier in dieser Höhle erwartet. Ich will jetzt auch nicht die ganze Spitzhacke opfern. Aber wir haben allein schon 6 Diamanten gefunden. Das ist schon mal eine beachtliche Zahl, wie ich finde. Dann noch die 2, die wir in unserem Lager haben. Dann haben wir jetzt insgesamt 8 Diamanten. Also das ist echt nice. 8 Diamanten kann man schon was anstellen. Aber da möchten wir natürlich noch deutlich mehr haben. Bin ich mal gespannt, was sich denn hier so noch alles rausholen lässt. Und ich denke, hier kriegen wir am schnellsten unser Dach her. Weil hier sind die Netherziegel schon fertig vorgeschmolzen. Kann sie direkt abbauen. Und eventuell müsste ich nochmal auch im Nether auf die Suche gehen nach so einem Palast. Weil die machen echt Sinn zu looten. Also das macht echt wirklich viel Sinn. Haben wir echt Glück, dass unser Portal direkt neben so einem Schloss gespawnt ist. So, jetzt nehmen wir unser Schwert in die Hand. Denn wie gesagt, Leute, es hat sich nach wie vor nichts geändert. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Da haben wir noch eine Kiste. Okay, eine goldene Pferderüstung. Besser als nichts. Dahin haben wir noch eine Kiste. Aber ich habe letztes Mal gesehen, was es hier für Monster gibt. Und da habe ich ein bisschen Respekt vor. Oh, das ist aber ein langer Gang. Ende im Gelände? Ja, Tatsache. Oh, Leute, das ist echt gruselig. So. Es dauert bestimmt noch einen Tick, bis wir dieses ganze Konstrukt hier erkundet haben. Na? Sollte die eigentlich mal abbauen, sonst verwirrt mich das ständig. Wir kommen von da, genau. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. So, was haben wir denn? Oh, oh. Verflucht. Hat er uns gesehen? Nein, hat er nicht. Schleichen wir uns von hinten mal an. Scheiße, er hat uns gesehen. Stirb. Und da ist wieder eine Sackgasse. Hier hatten wir letztens so einen Balkon, genau da erinnere ich mich noch dran. Ein sinnloser Balkon übrigens. Und da ist wieder Sackgasse. Ich weiß, dass es hier einen Geheimraum irgendwo geben soll. Das meine ich irgendwo mal gesehen zu haben. Irgendwas mit so Augen oder so, so ein Tempelding, wo man irgendwas einsetzen muss. Aber mehr weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Oh, das sieht hier schon interessant aus. Hier muss man sich durchbuddeln, damit man da hochkommt. Oh ja, hier haben wir nochmal diese Dinger hier. Nehmen wir natürlich mit. Auch keine Ahnung, wofür die sein sollen, aber einfach mal mitnehmen. Vielleicht kann das einer mal von euch in die Kommentare schreiben, wofür man die braucht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Okay, hier unten, wenn man hier runtergräbt, müsste man eigentlich woanders hinkommen. Ja, das ist ziemlich seltsam hier aufgebaut im Nether alles. Das ist ja nicht umsonst die Hölle. Oh, und da haben wir noch eine Kiste. Oh, und Netherwarzen, genau, Netherwarzen hießen die. So, ich werfe mal ein paar Sachen weg, die wir überhaupt nicht brauchen. So viele goldene Pferderüstungen brauchen wir eigentlich auch nicht. Tun wir mal ein paar weg. Ich glaube, das wird jetzt hier einer der letzten Gänge sein. Jetzt bin ich echt gespannt. Ah, okay, hier ist Ende. Okay, ich glaube, ich habe alles erkundet. Wir werden gleich nochmal auf dem Rückweg genau gucken. Und danach werden wir hier einmal versuchen, das Schloss so weit es geht abzubauen.
damit wir die Netherziegel für unser Dach später benutzen können. Oh, da habe ich Guests gehört. Schnell hier wieder rein. Okay. Ja, komm Leute, wir gehen noch einmal hier lang. Vorhin habe ich ja nur so grob geguckt, aber vielleicht ist da ja doch noch ein Gang. Vielleicht ist das ja gar keine Sackgasse. Ah, doch, ist leider schon eine Sackgasse. Okay. Schade. Oh ja, ich höre Guests. Ich hoffe, die sind nicht hinter mir her. Oh, da sind Zombie-Pigments. Na, kommt her. Na, oh, zwei sogar. Okay, die haben wir. Okay, wollen wir mal schauen, dass wir hier möglichst schnell. Hier ist noch eine Kiste, aber die haben wir schon. Okay, Leute, ich versuche jetzt hier den Ausgang zu finden. Mal sehen, wie schnell das geht. Oh, da ist noch so ein Zombie-Pigman. Die sind jetzt aggro anscheinend auf mich. Na? So. Und ich denke, jetzt brauche ich hier nochmal ein bisschen was ab. Hier hat man ein paar Steine, die man gut abbauen kann. Nehme ich die alle einmal mit. Ganzen Spaß einmal abbauen. Spitzhacke macht das, glaube ich, auch nicht ganz so lange mit. Schau mal, wie viel wir damit abbauen können. Aber auf jeden Fall ist das besser, als diese ganzen Dinger später einzuschmelzen und dann nur einen ganz geringen Ertrag daraus zu bekommen. Ich glaube, wir sind jetzt schon fast weiter als mit allem anderen. Also mit diesem ganzen Schmelzprozess meine ich. Bin ich jetzt gleich mal gespannt, was wir so daraus bekommen, wenn wir die Spitzhacke damit ruiniert haben. Und dann geht es eben noch auf dann die Aufgabe, hier sicher wieder rauszukommen. Das ist nämlich das zweite Problem. Weil ich denke, die werden uns das ein bisschen schwieriger machen, die Guests. Und die werden uns hier, glaube ich, nicht einfach so rauslassen. Aber da bin ich mal gespannt. Müssen wir uns halt den Weg nach draußen hart erkämpfen. Aber wir haben hier auf jeden Fall schon mal gut Equip geholt. Also die 6 Diamanten, die haben sich auf jeden Fall schon rentiert. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also bin ich echt mehr als begeistert drüber. So. Okay, die Spitzhacke ist jetzt auch fast kaputt. Die hält jetzt nicht mehr lange durch. Ich denke jetzt mal noch ein paar Steine und dann war's das. Oh, aber hier geht's richtig tief runter. Mal gucken, wie tief eigentlich. Oh, da geht's sogar noch weiter. Ah, da hört's langsam auf. Und da geht's aber noch weiter. Cool. Also das ist echt ziemlich verzwickt hier das Ganze. So, jetzt sind wir frei. Jetzt ist halt nur noch die Frage, wo müssen wir lang, um hier wieder rauszukommen. Aber ich denke, das sollte kein Problem darstellen, wenn wir hier uns nur ein bisschen Mühe geben. So, hier geht's einmal runter. Schwert natürlich wieder in die Hand nehmen. Sonst haben wir ein Problem später. Ist es da? Tatsache, cool. Ja, wir haben es gefunden. So, und jetzt können wir hier ganz in Ruhe herausspazieren, hoffentlich. Das hängt jetzt ganz davon ab, wie die Biester hier drauf sind. So, sind die jetzt aggro, wenn ich komme? Oh, ne, sind die nicht. Okay.
Der war einmal. Und dann müssen wir hier jetzt hier nochmal kurz etwas höher graben. Haben wir irgendwas? Nein, natürlich nicht. Mit der Schaufel geht das schlecht. Mit der Axt wahrscheinlich auch. Und mit dem Schwert. Genauso, okay. Ach so, da kriegt man nicht mal was raus. Och, wie blöd. Gut, dann muss ich die jetzt kurz opfern. Okay. Und jetzt ab nach Hause, Leute. Wir haben jetzt richtig gut was gemacht. Also, diese Session hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich denke, ab der nächsten Folge können wir mal wieder etwas Steine farmen. Und dann sollte eigentlich den Baufolgen nichts mehr im Wege stehen. Denke ich jetzt mal einfach. Und die... Oh fuck, jetzt hätte ich den nicht angreifen sollen. Nein! Okay, schnell zurück. Och nee. Ich hätte ihn nicht schlagen sollen. Ich glaube, der hat uns das Leben schwer gemacht. Alles einmal nehmen. Boah, Leute, ich kack ab, ey. Das gibt's doch nicht. Ich hasse Gas. Habe ich euch das schon erzählt? Wenn mich nicht alles täuscht, waren da auch unsere Diamanten bei. Versuchen wir das jetzt erstmal schrittchenweise. Oh, gehen die mir auf den Sack. Gibt's da denn? Wie können die denn mit rüberporten? Hallo? Boah. Kriegt man echt zu viel. Der hat sowieso keine Chance. Ich bin unsterblich. So. Okay. Was haben wir denn hier noch übrig? Jetzt bin ich echt gespannt. Zumindest noch ein bisschen Rüstung. Auch wenn es nur die Hose ist. Nee, Quatsch. Nicht nochmal zurück. Wir werden jetzt erstmal die Sachen ablegen. Alles am besten. Und dann gucken wir mal, was wir da noch so wiederbekommen können. Ich denke mal nicht ganz so viel, aber jedes kleine bisschen ist wichtig. Und was war das jetzt gerade? Hat er uns das Nässer kaputt gemacht? Habt ihr das gesehen? Das Lilane war nicht mehr da. Ist nicht mehr da. Gibt's das denn? Nee, Leute. Die Dias können wir uns abschmieren. Die sind wahrscheinlich schon verbrannt. Naja. Man muss halt nur mal bei diesen Riesenprojekten auch mit Rückschlägen rechnen. Das war jetzt so ein Rückschlag. Wir haben Nether-Ziegel und so weiter verloren. Ziemlich coole Sachen eigentlich. Aber Gott sei Dank haben wir vorher hier die ganzen Sachen nicht mitgenommen. Sodass wir hier eigentlich die Sachen wiederbekommen. Also alle noch haben. Hier werde ich gleich auch direkt die Nether-Steine draus machen. So dass wir da erstmal keine Probleme haben. So, kümmern wir uns einmal darum. Ach man, das ärgert mich jetzt wirklich. Aber man kann das nicht ändern. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber naja, wir werden die Sachen schon irgendwie wiederbekommen. Und dementsprechend sollten wir das alles nicht zu so schlimm sehen. So, dann würde ich mal sagen, werde ich diese Folge jetzt einmal beenden. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, hoffentlich dann mit etwas besseren Erfolgen. Wir haben ja auf jeden Fall noch viele, viele Aufgaben vor uns und ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten 2 bis 3 Folgen wieder gute Baufolgen machen können. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß bei diesem Projekt und bis zum nächsten Mal hier bei Dougie Let's Play. Ciao, Leute!